Liebe Interessentinnen und liebe Interessenten, einen schönen guten Nachmittag aus dem Labor für klinische Chemie an der FH Campus Wien im Studiengang, im Bachelorstudiengang Biomedizinische Analytik. Was erwartet Sie in der kommenden Stunde? Zunächst möchte ich Ihnen gleich einmal einen Hinweis geben auf das Video, das auf unserer Homepage zu sehen ist von der BEST Berufs- und Studieninformationsmesse aus dem Jahr 2019. In diesem Video haben Christine Schnabel und ich, Susanne Bauer-Rupprecht als Lehrende in diesem Studiengang, einen Vortrag gehalten über das Studium der biomedizinischen Analytik, der etwa 40 Minuten dauert und der Ihnen sehr ausführlich über dieses Studium Informationen gibt. Und daher würde ich alle jene ersuchen, die also eine ausführliche Information über dieses Studium wollen, sich dieses Video anzusehen. Ich werde heute nur in einer Kurzform einführende Worte zu den wichtigsten Grundlagenfächern und Arbeitsbereichen geben. Dann werde ich Ihnen, ich habe mir gedacht, ich möchte es diesmal etwas anders gestalten, einige Utensilien zeigen, die für die tägliche Arbeit der biomedizinischen Analytikerin und Analytikerinnen Bedeutung haben, damit Sie also ein bisschen eine konkrete Vorstellung von den eingesetzten Arbeitsmitteln haben. Und der Hauptteil dieses Nachmittags oder dieser Stunde, die uns zur Verfügung steht, gilt oder dient der Beantwortung Ihrer Fragen. Unsere Studierenden lernen eine Vielzahl von Dingen, entwickeln dabei einerseits fachliche, andererseits auch sozialkommunikative Fähigkeiten und Kompetenzen. Sie werden zum Beispiel Expertinnen in der histologischen und in der immunologischen Technik, wie ELISA-Techniken, Immunfixation etc. Sie erwerben molekularbiologisches Wissen, was mir wichtig ist, auch gleich einmal zu erwähnen, dass biomedizinische Analytikerinnen jene Berufsgruppe sind, die als gesetzlich geregelter Gesundheitsberuf derzeit die Covid-Tests machen, mittels PCR und auf unterschiedlichen Analysensystemen arbeiten. Ich zeige Ihnen jetzt zunächst einmal einen Überblick hier über die verschiedenen Grundlagenfächer und Arbeitsbereiche. Das ist hier einfach eine Auflistung von verschiedenen Fachbegriffen und ich werde ein paar Worte dazu sagen. In der Hämatologie, das ist die Lehre von den Blutzellen im Wesentlichen, da lernen Sie die Morphologie, also die Gestalt der roten Blutkörperchen, mit dem Fachausdruck Erythrozyten benannt, die weißen Blutkörperchen, das sind die Leukozyten, und die Thrombozyten, die Blutblättchen, kennen mit ihren verschiedenen Aufgaben, mit ihren Funktionen, die sie erbringen. Das ist ein insofern sehr wichtiges Fach, weil es sich mit der Anämie und mit der Leukämiediagnostik beschäftigt. Wir brauchen in diesem Fach sehr häufig das Mikroskop. Warum ich das sage, weil ich es Ihnen dann noch gern zeigen möchte. Dann die Immunhämatologie, das ist die Lehre von den immunologischen Vorgängen im Blut, wobei es im Wesentlichen hier um die Blutgruppenbestimmung geht und um die Blutfaktorenbestimmung. Das heißt, wir bestimmen die Blutgruppen AB und 0, beziehungsweise Rhesusfaktor positiv oder negativ. Es gibt dann noch zahlreiche andere Blutfaktoren, die ich jetzt hier nicht im Detail erwähnen möchte. Dann die Hämostasiologie, das ist die Lehre von der Blutgerinnung. Das heißt, es genügen nicht die Thrombozyten, die Blutblättchen, um jetzt eine Verletzung zu verschließen, sondern es wird ein komplexes System, die sogenannte Gerinnungskaskade, in Gang gesetzt. Das ist ein System von Proteinen, die dazu beitragen, dass letztendlich Fibrinogen in Fibrinum gewandelt wird und dieser Thrombozytenkomplex, der sich bildet im Gerinnungsprozess, stabilisiert wird. Das ist auch ein eigenes Unterrichtsfach. Dann die Histologie, das ist die Gewebelehre. Hier geht es im Wesentlichen darum, um Gewebe einmal in einen schneidbaren Zustand zu bringen, das heißt entsprechend zu entwässern und einzubetten, meistens in Paraffin. Das wird dann in diese Gewebestückchen, die also in einem aufwendigen Prozess vorbereitet werden zum Schneiden, werden dann 3 bis 5 Mikrometer dünn geschnitten und werden dann also entsprechend auf einem Objektträger, das ist ein kleines, eine
den Glasobjektträger aufgetragen und werden dann entsprechend gefärbt und dann beurteilt. Dann ein weiteres wichtiges Fach ist die Zytologie, also die Lehre von den Zellen, wo wir ebenfalls sehr viel mit dem Mikroskop arbeiten und uns einfach die einzelnen Zellen begutachten. Die klinische Chemie, das ist der Fachbereich, aus dem ich selbst komme. Wir haben eine zweigeteilte Lehrveranstaltung. Im Wintersemester schauen wir uns vorwiegend die Methodik an. Das heißt, da lernen Sie, wie Sie eine Kalibrationskurve, Kalibrationsgeraden machen. Und im Sommersemester haben wir dann den Schwerpunkt auf der Stoffwechseldiagnostik bzw. auf der Organdiagnostik. Das heißt, wir widmen uns zum Beispiel der Herzinfarktdiagnostik, der Nierendiagnostik, schauen uns den Kohlenhydratstoffwechsel genauer an und so weiter. Dann in der Mikrobiologie, da geht es darum, Bakterien zu züchten und nachzuweisen aus verschiedenen Abstrichen, aus Ohrabstrichen, Nasenabstrichen, können gynäkologische Abstriche sein, wo auch immer, aus allen möglichen Körperöffnungen, können noch Blutkulturen sein, ja, wo also bei immunsupprimierten Patienten eventuell im Rahmen einer Sepsis einer, Bakterien im Blut sind, das ja normalerweise ein steriler Ort ist. Bedeutet, Bakterien züchten, das heißt, sie werden dann auf entsprechenden Nährmedien wachsen und werden dann, man kann hier zum Beispiel Resistenzprüfungen machen, wenn man die Bakterien identifiziert hat mit verschiedenen biochemischen Reaktionen, mit verschiedenen biochemischen Reihen. Dann habe ich hier als Schlagwort Immunologie stehen, auch das ein wichtiges Fach. Hier geht es auch um Antigen-Antikörperreaktionen, Schlagwort Allergietestung, möchte ich Ihnen sagen, Molekularbiologie, da sind wir im Bereich der PCR, also der Polymerase-Kettenreaktion, die also im Kontext von Covid, wie ich es schon vorher erwähnt habe, große Bedeutung hat, aber auch also zu forensischen Untersuchungen und so weiter. Ich reiße hier alles nur ganz kurz an, weil wir einfach beschränkte zeitliche Ressourcen haben. Ja, dann Zellkulturen, wozu braucht man Zellkulturen? Es werden Zellen gezüchtet, das meistens in Form von Monolayern, also in einer Zellschicht in einer und hier könnte ich zum Beispiel verwenden, um Viren nachzuweisen im Rahmen eines zytopathischen Effekts. Eine Sonderform eine Sonderstellung hat die Funktionsdiagnostik. In der Funktionsdiagnostik arbeiten wir anders als in den anderen Bereichen sehr viel und direkt mit Patientinnen und Patienten. Das heißt, wir machen EEGs. Wir schreiben EEGs, also Elektroenzephalogramme. Wir leiten Hirnströme ab, die ja im Millivolt-Bereich sind. Das heißt, es braucht einfach gewisse Vorbereitungsmaßnahmen, um die gut abzuleiten und präzise. Dann schreiben wir EKGs, Elektrokardiogramme in Ruhe und Belastung. Und dann, last but not least, die Lungenfunktionsdiagnostik ist ein Teil dieser Funktionsdiagnostik, wo wir mit Hilfe eines Bodyplethysmographen oder anderen Spirometern die Lungenfunktion untersuchen. Dann als Schlagwort steht hier auch die Reproduktionsmedizin, die einfach immer mehr Bedeutung bekommt. Aufgrund diverser Umwelteinflüsse nimmt ja die Fruchtbarkeit in weiten Teilen der Bevölkerung ab und daher ist die IVF-Diagnostik, die In-vitro-Fertilisation, ein wichtiges Gebiet, wo auch biomedizinische Analytikerinnen und Analytiker arbeiten. Das heißt also, die Antisamenzelle, die Ei und die Samenzelle werden unter dem Mikroskop quasi vereint und werden dann implantiert in die Gebärmutter. Transplantationsmedizin, hier geht es in erster Linie um die Bestimmung der Histokompatibilitäten, das heißt der Gewebeverträglichkeiten, wo man schaut, also ob, wenn jetzt jemand eine Niere gespendet bekommt, ob die Spenderniere dann auch wirklich gut verträglich ist. Das ist ein Einsatzgebiet der biomedizinischen Analytik, hier zu schauen, wie die Gewebeverträglichkeit gegeben ist. Hier noch das Schlagwort Tumordiagnostik und viele Bereiche der Grundlagenforschung. Wichtig, und das steht hier als unterster Satz auf dieser Folie, medizinische Diagnosen sind in 70-80% der Fälle nur mit Hilfe von Laborbefunden möglich. Warum? Es kommt jemand mit subjektiven Beschwerden zum Arzt, zur Ärztin und jetzt müssen diese subjektiven Beschwerden objektiviert werden und dabei ist einfach die Labordiagnostik
hilfreich. Hier gehe ich jetzt zur nächsten Folie. Ein paar Worte jetzt zum Ausbildungsvertrag. Im Ausbildungsvertrag sind die Rechte und Pflichten der Studierenden festgelegt. Ja, das ist ein Vertrag, den Sie mit der Fachhochschule Campus Wien abschließen, wenn Sie hier studieren wollen. Im Wesentlichen verpflichten Sie sich darin zu persönlicher Anwesenheit bei den Lehrveranstaltungen, zur Einhaltung der Prüfungs- und Abgabetermine, zur Einhaltung des Stundenplans. Das heißt, Sie haben in diversen Studien, beziehungsweise auch in unserem Studium, vor allem, also Berufspraktika zu absolvieren. Und dann verpflichten Sie sich auch im Vertrag zur Einzahlung der Studienbeiträge. Derzeit sind das in etwa 450 Euro pro Semester. Wobei im Studium der biomedizinischen Analytik gibt es einen Betrag, den Sie zahlen, der dafür verrechnet wird, dass Sie Laborgewand zur Verfügung bekommen. Wir arbeiten hier teilweise mit sehr teuren Reagenzien. Das ist wirklich nur ein kleiner Beitrag, den wir hier einheben. Das ist in der Höhe von 70 Euro. Ja, hier schon die Folie, wobei das ist eigentlich meine Abschlussfolie. Ich werde das jetzt kurz einmal stoppen. Ich habe mir gedacht, nachdem ich Ihnen heute keinen ausführlichen Vortrag jetzt über den Ablauf des Studiums halten möchte, weil es den ja auf Video gibt, ich möchte Ihnen verschiedene Utensilien zeigen, die für die Arbeit der biomedizinischen Analytikerinnen und Analytiker von Bedeutung sind. Das eine ist die Blutentnahme, die also als Tätigkeit und Fähigkeit gelehrt wird. Jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Entschuldigung, muss ich kurz wegschalten. Was brauchen wir zu einer Blutabnahme, die eben hier gelehrt wird, auch in unserem Studiengang und die also eine wichtige Fähigkeit und wichtige Kompetenz ist der biomedizinischen Analytikerinnen. Zunächst brauchen wir mal Handschuhe. Dann brauchen wir einen Strauschlauch und das entsprechende Blutentnahmebesteck. Das haben wir hier. Wir haben hier eine Flügelkanüle, die auch als Butterfly bezeichnet wird. Ich halte sie jetzt so ein bisschen in die Kamera. Ich hoffe, man sieht es. Die ist vorne hier so konisch zugeschliffen. Ich glaube, das ist ganz schwierig in der Kamera zu sehen. Nicht so einfach. Dann haben wir also diese Flügelkanüle mit dem entsprechenden Entnahmeschlauch und einem Adapter für die Blutröhrchen, die dann befüllt werden. Ich habe Ihnen hier heute drei Blutröhrchen mitgebracht. Diese Farbkodierungen sind nicht Jux und Tollerei, sondern die haben alle Sinn. Das eine ist ein Serumröhrchen, das mit dem roten Stöpsel, das heißt, hier gibt es keine Zusatzstoffe drinnen, beziehungsweise wenn dann nur Stoffe, die die Gerinnung fördern. Und unten haben wir Gel drinnen. Das dient dazu, wenn die Blutabnahme erfolgt ist, dass die zellulären Bestandteile leichter getrennt werden können von der Blutflüssigkeit, also im Fall der Gerinnung vom Blutserum. Das ist das Serumröhrchen. Dann habe ich Ihnen mitgebracht ein Zitratröhrchen. Das heißt, wir haben hier unten das als Antikoagulans, ein bisschen Flüssigkeit drin, nämlich das Natriumcitrat. Und das hat in einem bestimmten Verhältnis mit dem Blut vermischt zu werden, also antikoaguliert. Es muss die Gerinnung gehemmt werden, damit ich dann die Blutgerinnung überprüfen kann. In dem Fall sind es 9 Teile Blut und ein Teil Zitratplasma, das hier gemischt werden. Und dann das dritte Röhrchen, das ich Ihnen mitgebracht habe, ist ein EDTA-Röhrchen. Ethylendiamin-Tetraessigsäure ist da drinnen als Komplexbildner. Das sind die Röhrchen, die wir verwenden, wenn wir ein Blutbild analysieren wollen. Okay, also ich habe Ihnen jetzt schon gesagt, Handschuhe, Stauschlauch, dann das Blutentnahmebesteck, die Röhrchen brauchen wir. Wir brauchen Tupfer und wir brauchen natürlich Desinfektionsmittel und last but not least einen Abfallbehälter. Blutentnahme kann ich Ihnen jetzt nicht zeigen, weil ich kein Opfer hier habe. Tatsache ist, das ist ein wichtiges Arbeitsgebiet der biomedizinischen Analytikerinnen, das Blut abzunehmen und dann auch natürlich zu analysieren. Ja, was habe ich Ihnen noch mitgebracht? Ich möchte Ihnen gerne hier ein sehr buntes Bild zeigen. Und zwar hat eine Kollegin aus der Histologie, war so nett und hat mir das zur Verfügung gestellt. Das sind verschiedene Schnitte. Ich hoffe, man sieht es gut in der Kamera. Normalerweise kann man sich beim Open House, wenn die FH offen ist, nicht gerade ein Lockdown ist, diese Präparate auch
im Mikroskop betrachten. Also ich zeige es Ihnen einfach gerne her, weil es jetzt ein sehr schönes, buntes Bild macht. Sie haben hier verschiedene Organe, Herz, Kleinhirn, Leber, Lunge, Appendix, Ovar, Gallenblase, Appendix wieder, Niere und so weiter. Also viele verschiedene Organe in dieser dünnen Art und Weise geschnitten, 3 bis 5 Mikrometer dünn, so wie ich Ihnen vorher gesagt habe, und entsprechend gefärbt, wobei Sie hier unterschiedliche Färbungen sehen. Sie sehen verschiedene Übersichtsfärbungen, die sogenannte HE-Färbung, und dann sehen Sie auch hier spezielle Färbungen, wie beim Appendix hier beim Gießen oder eine Gömery-Färbung der Leber, wie auch immer. Das sind die Dinge, die Sie dann hier praktisch lernen, praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Sie in unserer Ausbildung erwerben. Ja, was habe ich noch mitgebracht? Ich habe Ihnen mal gedacht, weil es das Handwerkszeug der biomedizinischen Analytikerin und des Analytikers ist, die Pipette. Ja? Wir haben hier einen Satz Kolbenhutpipetten, die wir hier in der klinischen Chemie verwenden. Unsere Studierenden lernen den sachgerechten Umgang damit. Es geht darum, ja, so wie der Tischler den Hobel hat, damit er gut arbeiten kann, so haben wir die Pipetten. Ja. Es gibt hier unterschiedliche Pipetten auch. Ich habe nicht nur Kolbenhutpipetten mitgebracht, ich habe auch Gaspipetten mitgebracht, die ich Ihnen zeigen möchte. Hier zum Beispiel, ich hoffe, man sieht es in der Kamera, eine 5 Milliliter Vollpipette und hier eine, das ist auch eine 5 Milliliter Messpipette. Ja, die dann zusätzlich mit Pipettierhilfen bedient werden und befüllt werden. Warum ist das Abmessen so wichtig? Wir wollen also am Ende des Tages meistens quantitative Befunde erzielen, in der Chemie jedenfalls. Das heißt, wenn wir eine exakte Konzentrationsangabe auf dem Befund wiederfinden wollen, dann müssen wir auch alle Flüssigkeiten, die wir dazu verwenden, nicht nur die Flüssigkeiten, sondern auch Feststoffe, wir müssen alles, was wir verwenden, exakt abwiegen. Und im Kontext der Flüssigkeiten sind das eben die Pipetten. Das heißt, es geht einfach darum, dass die Studierenden lernen, wie sie hier exakt Volumina einstellen. Da habe ich zum Beispiel eine Pipette, mit der kann man zwischen 100 und 1000 Mikroliter pipettieren. Ja, auch das ist wichtig, dass sie mathematisches Interesse mitbringen, also zumindest die Grundrechnungsarten. Wäre gut, wenn sie beherrschen. Und was ich Ihnen noch mitgebracht habe, weil es einfach wirklich auch so ein wichtiges Werkzeug ist für uns biomedizinischen Analytikerinnen, ist das Mikroskop. Unsere Studierenden lernen also nicht nur die Teile eines Mikroskopes zu bezeichnen, wie Okulare, Tubus, Objektivrevolver, auf dem die Objektive sind, das ist der Objekttisch. Wir haben hier, das sieht man jetzt leider nicht im Bild, gerade sehe ich gerade, unten den Grob- und den Feintrieb, mit dem wir den Objekttisch bewegen. Mit dem Feintrieb etwas in geringerem Umfang als mit dem Grobtrieb. However, unsere Studierenden lernen, das Mikroskop einfach zu beherrschen. Ja, das sind Expertinnen am Ende der Ausbildung und Experten natürlich am Ende der Ausbildung, wenn sie im Umgang mit dem Mikroskop. Ja, wie ich schon erwähnt habe, ich habe Ihnen die histologischen Präparate gezeigt, in der Histologie ein ganz wichtiges Instrument. Und dann natürlich auch in der Hämatologie, jetzt zeige ich Ihnen die Blutausstriche. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sieht, das ist jetzt ein Knochenmarksausstrich, der ist ein bisschen dicker. Tatsache ist, dass bei diesen Ausstrichen in der Hämatologie zum Beispiel ein Tropfen Blut auf dem Objektträger aufgebracht wird, mit einem zweiten Objektträger ausgestrichen wird, entsprechend fixiert, getrocknet, gefärbt wird und dann im Mikroskop betrachtet. Ja, also soweit einmal eine kurze Einführung. Ich denke mal, der Hauptteil, wie gesagt, unseres Zusammentreffens jetzt dient der Beantwortung Ihrer Fragen und für die stehe ich jetzt gerne zur Verfügung. Ich sehe da, es sind schon 10 Fragen da. Schauen wir mal. Ja, kurz vorstellen möchte ich jetzt auch noch meine Kollegin Angelika Eidkum. Sie ist Mitarbeiterin. Sie ist Mitarbeiterin im Sekretariat und wird uns jetzt bei der Beantwortung der Fragen unterstützen. Danke, Angelika. Wie machen wir es jetzt? Findet nächstes Jahr die schriftliche Aufnahmeprüfung statt, ist die erste Frage.
Darf ich das gleich weitergeben an dich, Angelika? Ja, gerne. Also wir planen so wie jedes Jahr den schriftlichen Aufnahmetest. Das Aufnahmeverfahren besteht aus drei Teilen, eben dieser schriftliche EDV-unterstützte Aufnahmetest. Danach gibt es, wenn man diesen Test positiv besteht, mit einer gewissen Prozentanzahl, gibt es dann das persönliche Aufnahmegespräch. Damit ist sozusagen Ihr Part erledigt. Und der dritte Teil ist dann die Aufnahmekommission, die dann eben nach diesen Testergebnissen und dem Gesprächsergebnis das Ranking erstellt und dann die Studienplätze vergibt. Das wird dann immer Ende Juni sein. Wir planen das auf jeden Fall durchzuführen, eventuell in kleineren Gruppen mit allen vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen. Und die Testungstermine werden dann zeitnah auch auf der Homepage veröffentlicht. So. Welche Interessen sollte man mitbringen, um für dieses Studium geeignet zu sein? Susanne, kannst du das beantworten? Ja, mache ich gerne. Jetzt war ich kurz auf Stumm geschalten. Ja, also prinzipiell natürlich naturwissenschaftliches Interesse, das heißt also Interesse an Biologie, also am Menschen an sich, in seiner Ganzheit. Physik, Chemie, Mathematik ist vom Vorteil, ja. Das sind so die wichtigsten Interessen, die mir jetzt spontan einfallen. Das ist ein naturwissenschaftliches Studium und daher wäre das naturwissenschaftliche Interesse von Vorteil. Die nächste Frage, wann ist der Anmeldezeitraum für das Studium? Der Anmeldezeitraum ist 11. Jänner bis 31. März. Diese Information finden Sie auch auf der Homepage unseres Studiengangs, auf der FH-Homepage. Was sind die großen Unterschiede zwischen biomedizinischer Analytik und molekularer Biotechnologie? Also in der molekularen Biotechnologie, würde ich sagen, liegt der Schwerpunkt einfach wirklich auf der molekularen Ebene, wie der Name auch sagt. Das heißt, Schwerpunkt ist dort die Genanalyse. Ich würde sagen, bei uns ist das ein Teil der Ausbildung. Ja? Es ist jetzt nicht der Schwerpunkt, aber ein Teil. Und es ist, wir sind ein gesetzlich geschützter oder geregelter Gesundheitsberuf. Das ist die molekulare Biotechnologie in diesem Sinne nicht. Ja, da dürfen Sie in der Forschung dann arbeiten, aber nicht als Gesundheitsberuf. Haben die Zeugnisnoten einen großen Einfluss auf die Aufnahme, bei der Aufnahme? Angelika, was meinst du? Die Zeugnisnoten sind nur ein kleiner Teil des ganzen Aufnahmeverfahrens. Also der wesentliche Teil ist der schriftliche Aufnahmetest. Die Zeugnisnoten sind auch die Noten des letzten Abschlusszeugnisses. Also das heißt, wenn Sie sich jetzt im Matura-Jahr befinden, dann reichen Sie das Zeugnis der 7. Klasse ein. Und wenn Sie die Matura schon gemacht haben, dann das Zeugnis der 8. Klasse. Aber wie gesagt, das ist sicher nicht der hauptausschlaggebende Teil. Also großer Teil ist das persönliche Gespräch auch und eben wie gesagt das Testergebnis des schriftlichen Aufnahmetests. Die nächste Frage lautet, wie viele Anmeldungen für das Studium gibt es im Schnitt für die 90 Studienplätze? Also wir haben ungefähr das Verhältnis 1 zu 5. Das heißt, letztes Jahr war ein sehr starkes Anmeldejahr. Da hatten wir circa 500 Bewerbungen, 550 Bewerbungen. Danke. Ah, da steht auch wieder, wie viele bewerben sich und wie viele werden genommen. Aber das hast du gerade beantwortet. Wie schneidet man das Gewebe so dünn? Das ist eine gute Frage auch. Mit Mikrotomen, da gibt es verschiedene Mikrotome. Es gibt Schlittenmikrotome, Serienschnittmikrotome. Das können die Histologinnen sicher besser beantworten. Und es gibt Gefrierschnittmikrotome, die das Gewebe so dünn schneiden.
Ja, das sind Messer, die sind so scharf wie Rasierklingen, werden auch gut gewartet, damit sie also keine Schartenbildung haben und keine Artefakte dann im Schnitt entstehen, weil das würde man dann bei der mikroskopischen Betrachtung sehen. So, das ist beantwortet. Die nächste Frage lautet: Wird die Infosession auf YouTube hochgeladen? Ja, sie wird. Nächste Frage: In welchen konkreten Berufsfeldern kann man nach dem Studium arbeiten? Also unser Berufsfeld ist ein weites. Ich habe vorhin die Grundlagenfächer vorgestellt und so ist auch unser Berufsfeld. Ja? Das heißt, wir haben die Möglichkeit, in der Hämatologie zu arbeiten, in der Histologie. Ich meine, es sind alles insgesamt spezialisierte Bereiche in der Laborbasisdiagnostik, wo man also meistens die klinische Chemie und die Hämatologie und die Immunologie vereint hat. Also man kann in der Routinediagnostik arbeiten, in Spitälern, in Forschungseinrichtungen. Sie haben sehr, sehr viele Möglichkeiten und sogar eben in der Funktionsdiagnostik, also direkt mit Patientinnen und Patienten. Also ich habe jetzt sicher nicht alles genannt, aber es ist nur ein Ausschnitt. Ja. Ich würde Sie dazu auch einladen, sich wirklich den Vortrag auch von der Best anzuschauen, der auf unserer Homepage zu finden ist, ja, weil da wird das alles ganz genau besprochen. Muss ich als Studentin für diese Richtung geschickt mit meinen Händen umgehen können? Ja, das würde ich schon sagen, ja, vor allem also in der Histologie, wo Sie sehr viele manuelle Tätigkeiten noch machen. An sich sitzen Sie auch sehr viel. Es kommt immer darauf an, in welchem Bereich Sie dann arbeiten werden. Wenn Sie jetzt in der Chemie sehr viel validieren und dann sitzen Sie sehr viel vor dem Computer. Aber gerade dort, wo noch Handgriffe gefragt sind, ja, ist das schon wichtig, dass sie manuell geschickt sind. Also in einer Histologie würde ich nicht arbeiten wollen, wenn ich nicht diese Geschicklichkeit mitbringen würde. Also, gibt es einen Fragenkatalog bei dem Aufnahmeverfahren? Was ist das naturwissenschaftliche Grundlagenwissen, das man mitbringen muss? An sich handelt es sich hier um einen allgemeinen Intelligenztest, ja, wo Ihr Sprachverständnis abgefragt wird, Ihr mathematisches Grundverständnis, wobei es ist wirklich nur um Grundrechnungsarten plus, minus, mal und dividieren geht. Das heißt, Sie brauchen sich da jetzt nicht einschlägig naturwissenschaftlich vorbilden. Es wäre, wie gesagt, gut, wenn Sie grundlegendes Interesse dafür mitbringen, dann während des Studiums, da ist es, muss ich sagen, schon essentiell. Es gibt keinen Fragenkatalog beim Aufnahmeverfahren. Ich denke mal, Sie werden, wenn Sie den Computertest machen und dann zu einem Gespräch eingeladen werden, sind das einfach grundsätzliche Fragen, wo es Sinn macht, wenn Sie sich vorher schon die Homepage angeschaut haben, wenn Sie also wenn Sie wissen, was auf Sie zukommt, ein Stück weit. Ja, je präziser und intensiver Sie sich vorher informieren, umso bessere Gesprächsbasis hat man dann natürlich beim Aufnahmegespräch. Ja. Hat man auch eine medizinische Ausbildung, Blutabnehmen etc.? Also da dürfte jemand etwas später eingestiegen sein. Sie können sich das Video dann auch auf YouTube nochmal anschauen. Ich habe Ihnen gerade vorhin das Blutabnahmebesteck gezeigt, sozusagen. Ja, die venöse Blutabnahme gehört zu einer unserer Fertigkeiten. Und also es steht hier, hat man auch eine medizinische Ausbildung? Wir sind ein Gesundheitsberuf, Sie bekommen bei uns eine medizinische Ausbildung. Das heißt, Sie werden das Fach Anatomie haben, Sie werden Physiologie haben, Sie werden Pathologie lernen. Also Sie bekommen ein sehr gutes, grundlegendes medizinisches Wissen. Ohne dem also die Aufgabe als biomedizinische Analytikerin und Analytiker nicht erfüllbar wäre. Ja. Muss ich als, was, Moment, da hüpfen die Fragen immer. Ist immer Anwesenheitspflicht, beziehungsweise ist es möglich, nebenbei zu arbeiten? An sich ist unser Studium ein Vollzeitstudium, das heißt, es bleibt eigentlich keine Arbeitszeit über, außer fürs Studium. Es ist so, Sie sind hier sehr
viel anwesend üblicherweise. Das heißt, am Vormittag haben sie Praktika, am Nachmittag haben sie Vorlesungen, derzeit natürlich nicht in Präsenzform, sondern über Zoom. Und dann sollten sie mitlernen. Wir haben ein sehr eng, also wir garantieren ihnen in 3 Jahren eine sehr hochwertige Ausbildung, einen Abschluss mit einem, also Abschluss mit einem akademischen Grad sozusagen, Bachelor of Health. Und das heißt auch, dass sie sich entsprechend einbringen müssen und also abgesehen von der Anwesenheitspflicht einfach ständig mitlernen. Und aus meiner Sicht bleibt keine Zeit, nebenbei zu arbeiten. Ja, das wäre wichtig, dass sie sich da das so organisieren können. Es gibt da allerdings immer wieder Studierende, die dann auch an den Wochenenden arbeiten. Allerdings, das ist dann Zeit, die natürlich zum Lernen und auch zum Erholen fehlt. Also Vollzeitstudium, würde ich sagen, ist ohne begleitenden Arbeiten einfacher und sinnvoller. So, was haben wir für Fragen? Die purzeln da nacheinander herein. Sind auch einige Hausaufgaben auf Englisch abzugeben? Also Sie haben das Unterrichtsfach Englisch auch, medizinisches Englisch, da kann es durchaus sein, dass der Vortragende das erwartet. Wir haben auch immer wieder Arbeitsanleitungen in englischer Sprache, das heißt, ein grundsätzliches Verständnis sollte gegeben sein. Wie oft ändert sich der Stundenplan? Das ist eine gute Frage. Das hängt immer von den aktuellen Gegebenheiten ab. Wir befinden uns jetzt mit der Pandemie in einer besonderen Situation, mit dem Lockdown zusätzlich in einer besonderen Situation. Das heißt, da kann es schon vorkommen, dass sich der Stundenplan ab und zu ändert, einfach weil also Präsenzveranstaltungen zum Beispiel auf Zoom geändert werden. Ich kann Ihnen da jetzt keine Zahl dafür nennen, wie oft sich der Stundenplan ändert. Ja, das ist viel zu situativ und hoffe, dass die Pandemie irgendwann einmal bewältigt sein wird und dann also unter normalen Umständen ändert sich der Stundenplan nicht sehr oft. Ja? Nächste Frage. Ich interessiere mich für den Masterlehrgang. Wissen Sie schon, wann dies wieder angeboten wird? Kannst du da was dazu sagen? Weißt du das? Also die Kollegin des Masterlehrgangs, die Frau Natascha Walker, es gibt ein eigenes Sekretariat dazu. Am besten, Sie stellen diese Frage per E-Mail an die Kollegin des Masterlehrgangs. Die Kontaktdaten finden Sie auch auf unserer Homepage. Ich kann leider keine Auskunft dazu geben, wann genau der nächste Lehrgang starten wird. Nächste Frage, sind Gesichtspiercings im Studium erlaubt? Also das Gesichtspiercing mag eine Geschmacksfrage sein, aber also ich weiß eigentlich nicht, dass die verboten sind. Ich denke mal, es ist vielleicht eine hygienische Geschichte. Ich weiß nicht, Angelika, was würdest du dazu sagen, zu dieser Frage? Ich kann das jetzt schwer beantworten, inwieweit es störend ist, wenn man in einem Mikroskop vielleicht schauen möchte. Im Augenblick ist es sowieso, dass wir FFP2-Masken im Labor, dass die Studierenden Masken tragen im Labor. Ja, das müsstest du dann beurteilen, inwieweit das wirklich störend ist für den Arbeitsablauf. Ja, an sich, also mit den Masken ist man derzeit besonders gut geschützt. Bei uns ist es auch hin und wieder, dass sie Sicherheitsbrillen tragen, wenn sie mit Natronlauge zum Beispiel arbeiten oder mit anderen ätzenden Verbindungen. Da würde ich also, weiß nicht, wie störend sie das selber empfinden. Auch, also aus hygienischen Gründen bestehen an sich keine Einwände. Nächste Frage. Gibt es auch die Möglichkeit, ein Auslandssemester oder ein Auslandspraktikum zu machen? Ja, das gibt es. An sich ist das 5. Semester dafür vorgesehen. Möchtest du da noch was dazu sagen, Angelika, zu der Frage? Nein, also du hast es wie gesagt, also während des Studiums, sie werden dann rechtzeitig sozusagen, gibt es Infoveranstaltungen dazu. Also es machen wirklich jedes Jahr sehr viele Studierende oder einige Studierende ein Auslandssemester.
bringen wahnsinnig tolle Erfahrungen mit. Also es ist für jeden ein Gewinn, auf jeden Fall. Natürlich leider durch Corona bedingt war das letztes Jahr teilweise nicht mehr so möglich. Wie sich das jetzt entwickeln wird, wird man sehen. Aber prinzipiell ist es auf jeden Fall möglich und auch vorgesehen. Danke. Kann einem Wissen von der vorigen Schule angerechnet werden? An sich ist Voraussetzung, um hier studieren zu können, die Matura, in welcher Form auch immer, ob das jetzt eine Berufsreifeprüfung ist. Es kann sein, dass Sie, wenn Sie aus einer einschlägigen Vorbildung kommen, wie der medizinischen Assistenzberufen, dass Sie hier auch anfangen können ohne Matura. Angelika, möchtest du da was dazu sagen an sich? Genau, also wie gesagt, also Matura oder Berufsreifeprüfung, dann diese einschlägigen sonstigen Qualifikationen, das ist eben auch das Diplom der gehobenen Gesundheits- und Krankenpflege zum Beispiel oder auch die deutsche Fachhochschulreife im Bereich Technik und Gesundheit. Wissen von vorigen Schulen in dem Sinn nicht. Man kann, also es muss sozusagen aus dem tertiären Bildungsbereich ein Abschluss sein. Das heißt, wenn man ein Vorstudium schon begonnen hat, kann man sich gewisse Vorlesungen anrechnen lassen. Diese Möglichkeit besteht immer zu Beginn des Semesters. Also Sie können gerne auch jetzt schon auf der Homepage, haben Sie einen Lehrveranstaltungsüberblick über die einzelnen Vorlesungen pro Semester. Also im ersten Semester zum Beispiel Anatomie, Physiologie, die ganzen Grundlagenfächer, die hat man oft auch vielleicht in einem Biologiestudium oder Ernährungswissenschaftsstudium. Also es gibt gewisse Vorlesungen, die sich durchaus decken können mit Vorstudien. Dazu kann man dann jederzeit, also am Beginn des Semesters, einen Antrag stellen mit den Unterlagen und dann können gewisse Lehrinhalte angerechnet werden und man hat dadurch keine Anwesenheitspflicht oder auch muss keine Prüfung dann mehr machen. Aber das, wie gesagt, das kann man alles erst machen, wenn man schon im Studium aufgenommen wurde. Danke. Wie viele Prüfungen? Das circa pro Semester, also ich habe das noch nie mitgezählt. Es sind ständig Prüfungen, es sind laufend Prüfungen. Sie sind im Labor am Vormittag, haben dann also teilweise begleitende Leistungsfeststellungen, wo Sie also täglich Befunde abgeben. Das heißt, auch das ist im Sinne einer Prüfung sozusagen. Sie haben natürlich größere Prüfungen, kleinere Prüfungen, aber ständig eigentlich. Es wird keine Woche vergehen, in der Sie keine Prüfungen haben. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Aber die Zahl der Prüfungen, weiß ich nicht. Angelika, weißt du die Zahl der Prüfungen? Ich kann es auch nicht benennen, aber es ist wichtig, wie gesagt, ein ständiges Mitlernen. Also ja, es ist doch ein lernintensives Studium und es kommen dann auch natürlich auch Prüfungen, die dann wiederholt werden müssen und so weiter. Also ja, es sind viele Prüfungen. Danke. Nächste Frage. Auch ich habe mich schon mal für BMA beworben, war auch auf der Warteliste. Ich habe eine abgeschlossene Lehre und habe Pharmazie angefangen zu studieren. Aber jetzt würde ich gerne das Studium an der FH noch einmal probieren. Wie sind da meine Chancen, da ich auch schon älter bin als die meisten? Also ich denke mal, Sie stellen sich ganz normal wie alle anderen im Aufnahmeverfahren und wenn Sie da weiterkommen beim Computertest und eingeladen werden zum Gespräch, also Sie kennen ja dann das Prozedere, das brauche ich Ihnen nicht erklären. Ja, die Chancen sind wie für alle anderen. Wie ist die Altersverteilung unter den Studierenden? Also wir haben sehr viele, die gleich nach dem Studium beginnen, sondern zu uns kommen. Wir haben aber auch viele Studienabbrecherinnen, die einfach draufkommen, dass ihnen an der Universität zu wenig Struktur gegeben ist, obwohl die universitäre Bildung ja jetzt auch mittlerweile schon sehr verschult ist. Aber an sich ist bei uns eben ein sehr strenges Korsett gegeben durch diesen Stundenplan, durch die Anwesenheitspflicht und dadurch, dass wir ihnen innerhalb von 3 Jahren eine akademische Ausbildung
also garantieren, aber das können wir Ihnen nur garantieren, wenn Sie es entsprechend geistig anwesend sind. Gut, nächste Frage. Wenn man einmal nicht genommen wurde und auf der Warteliste gelandet ist, hat man beim nächsten Mal bessere Chancen? Oder heißt das, dass man eher nicht qualifiziert ist für das Studium? Angelika, möchtest du vielleicht jetzt was dazu sagen? Also Sie können sich auf jeden Fall gerne nochmals bewerben. Es ist für uns keine Grundlage, wenn sich jemand schon im Vorjahr beworben hat. Es wird einfach wieder alles auf Null gestellt. Also wir schauen uns jetzt nicht an die Unterlagen des Vorjahres oder wie weit sind Sie da gekommen. Das hat für uns überhaupt keine Bedeutung. Das Aufnahmeverfahren wird jedes Jahr neu sozusagen bewertet und die Chancen sind wieder neu da. Danke. Moment, das sind so viele Fragen. Ich wollte Sie so schon. Arbeitet man ausschließlich im Labor oder hat man auch einen Patientenkontakt? Sie arbeiten, wenn Sie biomedizinische Analytik studieren und sich dann in der Hämatologie, in der Histologie, in der Immunologie, in welchem Fachbereich auch immer, anstellen lassen, vorwiegend im Labor, weniger direkt mit Patienten, wenn sie sich aber in einem Bereich der Funktionsdiagnostik irgendwo anstellen lassen, in einem Spital zum Beispiel, in einem Schlaflabor, dann arbeiten sie direkt mit Patientinnen und Patienten. Also wenn sie in einem Bereich arbeiten, wo EEGs geschrieben werden, zum Beispiel auf einer Neurologie, dann kann es auch durchaus sein, dass sie dann auf einer Intensivstation arbeiten oder und EEGs schreiben dort. Oder wenn sie in einer Herzambulanz arbeiten, im AKH, dann haben Sie natürlich viel Patientenkontakt und Patientinnenkontakt. Oder wenn Sie in einer Lungenfunktionsambulanz arbeiten, auch dann haben Sie viel Patientinnenkontakt. Also das können Sie ein Stück weit selbst mitgestalten, ja, ob Sie viel oder wenig Patientinnenkontakt haben in Ihrem beruflichen Sein. So, nächste Frage. Was ist der Unterschied zum Studium Biomedizin und Biotechnologie an der WebMed-Uni? Wir als biomedizinische Analytikerinnen gehören einer Berufsgruppe an, die gesetzlich geregelte Gesundheitsberufe ausüben. Ja, das ist bei diesen Studien, die Sie da erwähnt haben, in Ihrer Frage nicht der Fall. Das heißt, Sie dürfen in der Humanmedizin im Labor arbeiten, wenn Sie die Ausbildung als biomedizinische Analytikerinnen und Analytiker haben. So, nächste Frage. Wie viele bewerben sich? Das haben wir schon gehabt. Das ist ja schon erledigt. So, nächste Frage. Ist es möglich, neben dem Studium 10 bis 20 Stunden zu arbeiten? Aus meiner Sicht nein. Das ist ein Vollzeitstudium und die Zeit, die Ihnen an Freizeit bleibt, sollte dem Lernen dienen und der Erholung. Haben die Zeugnisnoten einen großen Einfluss bei der Aufnahme? Hat man die Frage nicht schon? Die hat man schon, gell? Also die ist schon erledigt. Nächste Frage. Wie kann man sich am besten für die Aufnahmeprüfung vorbereiten? Also an sich brauchen Sie sich dafür nicht vorbereiten, aber wenn Sie sich vorbereiten wollen, dann verweise ich aufs Internet. Es gibt dort verschiedene Intelligenztests, wo Sie das einfach ausprobieren können. Es geht Sprachverständnis, es geht um mathematisches Verständnis, vorher habe ich das noch nicht gesagt, bei der Beantwortung, da bin ich dann geistig schon wieder woanders gewesen, und auch die psychologische Eignung, die psychische Eignung wird auch getestet. Ja, also und diese Tests finden Sie zum Vorbereiten im Internet, aber es gibt da keine spezielle Vorbereitung, die wir anbieten. Möchtest du dazu was sagen, Angelika, noch zu dieser Frage, ob man sich vorbereiten kann? Da passt das so für dich. Nein, du hast das gut beantwortet. Okay, dankeschön. Ich habe mich schon einmal für biomedizinische Analytik beworben und kam auf der Warteliste auf Platz 180. Ist es realistisch, bei einer neuen Bewerbung aufgenommen zu werden? Oder sagt mir der Platz, dass ich allgemein nicht für diesen Studiengang geeignet bin? Es ist schwierig, weil ich Sie persönlich nicht kenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass jetzt so eine Aussage zu tätigen, dass Sie da nicht geeignet sind, das würde ich so nicht geben wollen, ja, diese Antwort. Ich denke mal, bewerben Sie sich wieder, versuchen Sie es, wenn Sie sagen, das ist ein Beruf, der mich sehr interessiert und ich interessiere mich noch immer, dann
sind Sie ein bisschen hartnäckig und trauen Sie sich noch einmal. Ich möchte Sie da ermutigen, dass Sie das noch einmal versuchen. Gibt es auch soziale Aspekte im Beruf? Ja, schon, natürlich, weil im Labor arbeitet man selten autistisch. Das heißt, Sie arbeiten nicht alleine, sondern Sie arbeiten immer im Team. Meistens auch, also nicht nur mit biomedizinischen Analytikerinnen, sondern auch mit den Kolleginnen und Kollegen der medizinischen Assistenzberufe, mit ärztlichem Personal. Das heißt also, wir arbeiten immer interdisziplinär. Und das ist auch unser Verständnis vom Gesundwerden. Ja, erstens einmal den Menschen in seiner Ganzheit zu betrachten, als biopsychosoziale Einheit. Das heißt, uns liegt die gute Kommunikation sehr am Herzen. Auch das ist ein sozialer Aspekt. Und natürlich gibt es soziale Aspekte, vor allem dann, wenn man also direkt mit Patientinnen und Patienten arbeitet. Da geht es auch um Empathie, um Einfühlungsvermögen, Kritikfähigkeit. Wir arbeiten im Labor immer sehr lösungsorientiert. Ja, das heißt, wir haben eine Fehlerkultur an sich, die wir versuchen zu etablieren, wo es darum geht, wie gesagt, lösungsorientiert zu arbeiten und nicht nach Schuldigen zu suchen. Also es gibt jede Menge soziale Aspekte in dem Beruf. Nächste Frage bei, ups, jetzt ist sie wieder weg, jetzt ist sie weiter gerutscht. Denken Sie, dass manche Vorlesungen im Normalbetrieb trotzdem online stattfinden können? Kann ich mir schon vorstellen, ist auch angedacht, dass man also aus diesem Technologieschub ein bisschen was mitnimmt für die Zukunft. Aber Details dazu kann ich Ihnen derzeit nicht nennen. Aus deiner Sicht, Angelika, möchtest du da was dazu sagen? Zu der Frage, ob man Vorlesungen im Normalbetrieb trotzdem online stattfinden können? Das könnte ich mir manchmal vorstellen, aber das ist Entscheidung der Lehrgangsadministratorinnen oder der Studiengangsleitung letztendlich. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage. Wann finden ungefähr die Bewerbungsgespräche statt? Also die Bewerbungsfrist ist vom 11. Jänner bis zum Jänner, Februar, März, bis zum 31. März. Sag du das lieber, Angelika. Beantwortet also bitte. Genau, 11. Jänner haben Sie dann online die Möglichkeit, sich zu bewerben, Ihre Unterlagen hochzuladen. Wir planen die Testungstermine derzeit im Zeitraum Anfang März bis Ende April. Wir werden auch die Testungstermine dann auch online stellen. So ab Jänner dann auch oder Ende Dezember. Wir machen das heuer relativ kurzfristig, da sich ja leider oft viel ändern kann. Sie werden dann von uns zu den Testungsterminen eingeladen, je nachdem, wann Ihre sozusagen Ihre Anmeldungen online sind, werden Sie eingeladen und dann nach dem Test haben Sie die Möglichkeit, sich auch wiederum online dann für ein Gespräch einzutragen, sofern Sie den Test bestanden haben. Nächste Frage. Danke, Angelika. Gibt ja nicht, ob Lateinkenntnisse eine Voraussetzung für den Studiengang sind. Also Lateinkenntnisse sind natürlich immer im medizinischen Kontext von Vorteil, wenn Sie die schon mitbringen. Voraussetzungen sind sie nicht, dass sie hier studieren können. Wir haben am Beginn der Ausbildung ein Fach, das sich Terminologie auch nennt im weitesten Sinne und wo sie also mit diesen Grundbegriffen vertraut gemacht werden, die auch aus anderen Sprachen, auch aus dem Griechischen kommen. An sich werden sie sich, wenn sie Lateinkenntnisse haben, sicherlich leichter tun mit dem Verständnis von Begriffen, aber es ist nicht Voraussetzung. Hilft mir bei der Aufnahmeprüfung, dass ich Vorkenntnisse in der Laborarbeit habe, da ich ein Jahr lang in einer Tierklinik gearbeitet habe und dort auch im Labor war. An sich bei der Aufnahmeprüfung selber wird Ihnen das nicht hilfreich sein, dass Sie da schon Wissen mitbringen über Labortätigkeit, aber dann, ich würde sagen, während der Ausbildung ist es schon zu merken, wenn jemand schon im Labor gearbeitet hat und weil er einfach die Dinge anders anpackt.
als wenn da noch gar keine Erfahrung besteht. Ich bin erst später dazu gestoßen, wie viel Einfluss haben die Zeugnisnoten, Maturazeugnis auf das Aufnahmeverfahren? Angelika, möchtest du das nochmal beantworten? Also die Zeugnisnoten sind sicher ein Teil des Aufnahmeverfahrens, aber der große Teil ist der schriftliche Aufnahmetest und das persönliche Gespräch. Es wird natürlich einfließen in das Gesamtranking, aber es ist nicht der der Hauptgrund sozusagen, wie sie dann im Ranking dann zum Schluss dastehen. Was passiert, wenn man bei der Blutprobe oder anderem das Ergebnis falsch ist oder irgendwie etwas schiefgelaufen ist? So wie ich es vorher erwähnt habe, wir versuchen hier sehr lösungsorientiert zu arbeiten. Das heißt, Fehler nicht unter den Teppich zu kehren, sondern einfach in einer konstruktiven Art und Weise damit umzugehen. Das heißt, an sich sollte der Blutbefund das Labor nicht verlassen, bevor er nicht entsprechend validiert wurde und geschaut wurde, dass das Ergebnis wirklich jetzt richtig ist. Also wir werden schauen, mit der technischen Validierung schauen wir, ob da geht es um die Gültigkeitsbestimmung und dann wird der Befund auch noch einmal medizinisch validiert. Ja, also das heißt, sollte möglichst also richtig das Labor verlassen. Wenn das passiert ist, dann muss man einfach in einer Art und Weise umgehen, dass es den geringsten Schaden zufügt den Patienten und Patientinnen. Ja. Beim letzten Aufnahmeverfahren fand kein Aufnahmetest statt. Nach welchen Kriterien hat man denn diesmal die Bewerber ausgesucht und warum fand der Aufnahmetest nicht wie bei Radiologie-Technologie online statt? Angelika, möchtest du dazu was sagen oder soll ich das sagen? Also wir haben im letztes Jahr aufgrund von Covid keinen Aufnahmetest durchführen können, beziehungsweise der erste Testungstermin hatte auch schon bereits stattgefunden, als der Lockdown kam. Deswegen konnten wir, anders als bei der Radiologietechnologie, die noch vor dem ganzen Aufnahmeverfahren gestanden sind, jetzt nicht aufgrund der Gleichwertigkeit auf ein anderes Testungsverfahren umsteigen und haben sozusagen das Testungsverfahren ausgelassen, das schriftliche Testungsverfahren ausgelassen. Alle Teilnehmer, die den ersten Testtermin absolviert haben, sind trotzdem zum Gespräch eingeladen worden. Das heißt, das Hauptkriterium war das persönliche Gespräch und auch verstärkt natürlich die Schulnoten, die Zeugnisnoten. Also aus diesem Ranking wurden dann die Bewerberinnen die Plätze vergeben. Danke. Die nächste Frage ist, welche Berufsaussichten hat man? Die Berufsaussichten sind sehr, sehr gut. Unsere Absolventinnen finden alle also unmittelbar nach der Ausbildung einen Arbeitsplatz in diversen österreichischen Spitälern in der Forschung. Also sie sind sehr, sehr gut. Gelten die Aufnahmeprüfung bzw. Aufnahmeverfahren für alle gleich? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Also man muss Maturazeugnis und von der 8. Klasse vorzeigen. Angelika schon, ne? Reichen für das Bewerbungsverfahren ist auf jeden Fall dann das letzte Zeugnis, das Zeugnis der letzten Schulstufe. Wenn Sie dann die Matura erst machen, natürlich reichen Sie uns dann als Nachweis der Studienberechtigung das Maturazeugnis nach, aber diese Noten fließen nicht in das Aufnahmeverfahren ein. Das geht ja auch gar nicht, weil viele Bewerberinnen und Bewerber zu dem Zeitpunkt der Aufnahme des Aufnahmeverfahrens teilweise die Matura noch nicht gemacht haben. Das Maturazeugnis dient lediglich zum Nachweis der Studienberechtigung. Danke. Nächste Frage. Ich habe gehört, dass beim Aufnahmegespräch gerne gefragt wird, ob man sich privat über die Biomedizin informiert oder über Aktuelles, abgesehen von Corona, berichten kann. Wie viel Vorwissen sollte man hierbei für das Aufnahmegespräch mitbringen? Also wir gehen schon davon aus, wenn Sie sich für das Studium der biomedizinischen Analytik bewerben, dass Sie ein grundsätzliches Interesse
für medizinische Fragestellungen mitbringen. Ja? Und das ist auch das, was hin und wieder also beim Aufnahmegespräch abgefragt wird, wo einfach gefragt wird, inwiefern welche Gesundheitsthemen waren in letzter Zeit zum Beispiel in den Medien präsent, können Sie sich da an etwas erinnern? Also es wird nicht wirklich davor Wissen diesbezüglich abgefragt, sondern es geht um dieses grundsätzliche Interesse für die Medizin und den Menschen. Welches Vorwissen wird erwartet oder ist notwendig, um gut im Studium einsteigen zu können? Ist die Aufnahmeprüfung von Schwierigkeitsgrad her wie beim Medizinstudium? Also ich glaube, der Vergleich ist einfach nicht möglich, weil das ein anderer Aufnahmetest ist, auch inhaltlich. Und gerade beim Aufnahmetest für das Medizinstudium sehr viel schon an Wissen erwartet wird, an Vorwissen, das ist bei unserem Studium eigentlich nicht der Fall. Bei uns haben sie einen allgemeingültigen Intelligenztest. Ich wiederhole es noch einmal, der das Sprachverständnis überprüft, der auch schaut, wie sind Ihre mathematischen Grundkompetenzen, wie ist Ihr Vorstellungsvermögen, wie ist Ihre Belastbarkeit, Ihre psychische Eignung. Wir arbeiten oft auch unter Druck im Labor. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel vorstellen, im Kontext der Covid-Krise, da kommen sehr viele Proben, die abzuarbeiten sind. Da kann man dann nicht um 16 Uhr, wenn Dienstschluss ist, die Pipette fallen lassen und einfach gehen, sondern da gibt es einfach Dinge, die sind zu erledigen und die sind sofort zu erledigen. Weil es draußen Menschen gibt, die krank sind, die darauf warten, dass sie ein Ergebnis bekommen. Ja? Also um diese Dinge geht es da. Ja? Also weniger um das einschlägige Vorwissen, das sie schon mitbringen, sondern eher um die Bereitschaft. Ja, das ist auch eine ethische Grundhaltung, die allen Gesundheitsberufen immanent ist, sich ständig fortbilden zu wollen. Dieses lebenslange Lernen, das wird sie begleiten dann im Gesundheitsberuf. So, könnten Sie uns kurz einen typischen Tag der BMEA-Studentin an der FH beschreiben? Wie lange ist man ungefähr an einem Tag an der FH? Also es handelt sich um ein Vollzeitstudium, das heißt, Sie sind in etwa 8 Stunden täglich an der Fachhochschule, Sie sind am Vormittag etwa 4 Stunden, etwa, sage ich, ja, 4 Stunden im Labor und am Nachmittag dann im Hörsaal, derzeit im virtuellen Hörsaal, also sprich zu Hause im Wohnzimmer, in der Küche oder im Schlafzimmer, jedenfalls in der Zoom-Sitzung. Ja, also Sie sollten da geistig anwesend sein, 8 Stunden täglich und dann, das ist so der durchschnittliche Tag und dann geht es aber weiter mit Aufarbeiten von diversen Protokollen, Berichte schreiben. Also der Tag ist sehr gut ausgefüllt mit dem Studium. Es ist eigentlich daneben sehr, sehr wenig Zeit. Das wäre so der typische Tag. Angelika, was meinst du? Möchtest du da irgendwie noch was sagen zum typischen Tag einer FH-Studierenden? Habe ich da was vergessen? Nein, also am Vormittag praktischer Unterricht in den Labors. Natürlich gibt es auch eine Mittagspause. Also man schaut bei der Stundenplangestaltung schon darauf, dass sie auch eine kurze Pause haben dazwischen oder ein bisschen Lernzeit auch. Ja, und am Nachmittag dann Vorlesungen. Manchmal, in manchen Semestern kann es natürlich auch sein, dass Vorlesungen bis um 19 Uhr dauern. Es gibt aber natürlich auch wiederum vorlesungsfreie Vormittage oder Nachmittage, aber in der Regel sind sie ungefähr von 8 bis 17 Uhr an der FH wahrscheinlich. Ja, da ist gleich nochmal die Frage, wie viele Wochenstunden hat man im ersten Semester? Also Wochenstunden, Sie müssen von 40 Wochenstunden ausgehen, ne? Kann man das so sagen? Ja. Okay, nächste Frage. Wie kann ich meine Aufnahmechancen erhöhen, wenn ich bereits über 30 bin und vorher in einem anderen Bereich gearbeitet habe? Werden bevorzugt Schulabgänger aufgenommen oder haben auch Quereinsteiger mit großem Interesse eine Chance? Es haben alle eine Chance, die diesen Aufnahmetest bestehen. Also da gibt es jetzt, wir haben auch kein Alterslimit mehr. Das gab es vor vielen Jahren einmal, aber es ist natürlich, es sind große Lernmengen zu bewältigen. Das heißt, das, was ich zu bedenken gebe, ist, wenn Sie lange nicht gelernt haben, dass es dann schwieriger sein wird, wieder vielleicht in das Lernen hineinzufinden, beziehungsweise sich Freiräume zu schaffen zum Lernen. Aber da kenne ich Ihr Umfeld nicht. Ich weiß nicht, ob Sie alleinlebend sind oder in einer Familie leben. Also
Das spielt alles mit in den Lernprozess. Nächste Frage. Ist es von Vorteil, ein Interesse an der Technik mitzubringen? Ja, es ist von Vorteil. Wir arbeiten in der Routinediagnostik in den Spitälern an sogenannten Laborstraßen. Das heißt, das ist eigentlich ein vollautomatisierter Prozess, in dem Sie sich befinden. Sie werden dann vorwiegend Befunde validieren in technischer Art und Weise. Also bitte ja, technisches Interesse habe ich noch nicht jetzt so extra herausgestrichen, aber ist natürlich von Vorteil und macht Sinn. Wenn man sich für das Studium vorbereiten und auch vorlernen möchte, könnten Sie dafür bestimmte Bücher oder Internetseiten empfehlen? Ja, an sich schon, habe ich das Buch jetzt leider nicht da. Das ist ein Chemiebuch, das ich immer wieder empfehle, vom Müllner, Erich Müllner. Jetzt habe ich gerade ein Blackout. Tatsache ist, also wenn Sie sich nicht... Genau, am besten, Sie schreiben uns nochmal die Frage per Mail, dann können wir Ihnen die Links dazu schicken. An die allgemeine E-Mail-Adresse vom Sekretariat bioanalytik@fh-campus-wien.ac.at. Das ist eine gute Idee, genau, weil dann kann ich Ihnen auch die Bücher dann schreiben, welche wir empfehlen. Wie kann man sich am besten für die Aufnahmeprüfung vorbereiten? Ich habe es schon jetzt mehrfach beantwortet. An sich gar nicht. Sie machen einen allgemeinen Intelligenztest im sprachlichen, im mathematischen und auch in der psychischen Eignung. Ich habe eine persönliche Frage zur Anwesenheitspflicht. Und zwar muss ich leider öfters ins Krankenhaus und auch dort bleiben. Wird dies mich im Studium sehr beeinträchtigen, beziehungsweise kann ich trotzdem in der FH studieren? Also nachdem das jetzt also eine besondere Situation ist, wenn Sie da öfter ins Krankenhaus müssen, würde ich sagen, ist das eine Situation, die wir uns im Einzelfall einfach genau anschauen müssen. Das heißt, es wäre gut, wenn Sie sich da bei uns melden und wir das einfach mit Ihnen direkt persönlich besprechen. Da kann ich jetzt keine Allgemeingültigkeit davon ableiten. Ich weiß nicht, wie du das beantworten würdest, Angelika, diese Frage. Ja, am besten per Mail direkt. Ja, bitte, genau, melden Sie sich und wir werden uns mit Ihrer Situation dann detailliert auseinandersetzen. Haben Sie Tipps für das Bewerbungsgespräch? Ich hatte es schon einmal und wurde leider nicht aufgenommen. Ich bin auch immer ziemlich nervös, weil ja zum Teil die Aufnahme fürs Studium davon abhängt. Ja, fürs Aufnahmegespräch kann man sich sehr wohl vorbereiten. Und zwar, ich würde unbedingt empfehlen, sich die Homepage genau anzuschauen. Schauen Sie sich an, welche Fächer Sie da haben, welche Sie erwarten im ersten Semester vor allem, dass Sie einfach schon eine Ahnung davon haben, was Hämatologie ist. Ja, das ist, also wir versuchen einfach schon ein bisschen zu eruieren, wie sehr Sie sich schon interessieren. Ja, also wenn Sie so gar nicht wissen, was Sie erwartet, und wenn Sie so völlig ahnungslos zu einem Bewerbungsgespräch kommen, dann macht es im Allgemeinen, egal wo Sie sich bewerben, aber es macht keinen guten Eindruck. Ja, das heißt, wenn Sie sich für die biomedizinische Analytik bewerben, informieren Sie sich auch entsprechend über das Studium, dass man dann einfach sich ein bisschen drüber unterhalten können und überlegen Sie sich auch, was ist jetzt meine persönliche Motivation, warum ich das studieren möchte. Ja, das macht schon Sinn, wenn Sie das dann authentisch rüberbringen, was genau es ist, was Sie da am Studium interessiert. Die Frage, die nächste, wie werden die praktischen Laborarbeiten während des Lockdowns gemacht? Es ist derzeit so, es gibt eine Direktive vom Ministerium beziehungsweise auch eine Haltung der Fachhochschule dazu, dass es nicht substituierbare Unterrichte gibt, die also stattfinden dürfen bis maximal 15 Personen, wobei wir teilweise auch in Gruppen arbeiten, die kleiner sind, also mit 5 bis 7 Personen. Wir haben im ersten Lockdown nur theoretisch über Zoom unterrichtet und haben dann teilweise in die Ferien hinein gearbeitet mit unseren Studierenden, also die praktischen Unterrichte nachgeholt sozusagen. War alles sehr komprimiert, war alles mit einem hohen logistischen Aufwand verbunden und ist einfach situativ angepasst. Aber Tatsache ist, dass die praktischen Laborarbeiten stattfinden müssen. In welcher Form und wann auch immer. Es kann also auch sein, dass sich manche Dinge nach hinten verschieben.
Nächste Frage. Finden mündliche und praktische Prüfungen bzw. Präsentationen oft statt oder sind die Prüfungen eher schriftlich? Also ich würde sagen, es ist ein buntes Allerlei. Sie haben sowohl mündliche Prüfungen als auch praktische Prüfungen, als auch schriftliche Prüfungen, als auch Präsentationen. Es ist von jedem etwas dabei. Also das heißt, jeder wird sich da irgendwo mehr oder weniger finden. Wie ist das Verhältnis der Lehrenden zu den Studenten? Also ich hoffe gut. Wir bemühen uns, ein gutes Verhältnis zu unseren Studierenden zu haben. Es ist im Unterschied zur Universität sicherlich persönlicher, weil wir also eine beschränkte Zahl von Studierenden haben. Und Angelika, wie siehst du das aus der Sicht des Sekretariats? Wie ist das Verhältnis der Lehrenden zu den Studierenden? Also ich empfinde es als ein sehr gutes Verhältnis. Die Lehrenden versuchen trotzdem das ganze Studium sehr, natürlich sehr komprimiert und sehr ein straffes Studium ist, auf jeden Fall sich Zeit zu nehmen, soweit es eben die Rahmenbedingungen zulassen oft. Aber sie sind auch jederzeit erreichbar, auch per Mail, geben Rückmeldung. Also ich empfinde das als sehr positiv. Danke. Die nächste Frage lautet, kann man mit dem Studium der biomedizinischen Analytik in der Krebsforschung arbeiten? Ja, das können Sie. Also Sie sind dann eine dieser Expertinnen und Experten, die dort arbeiten können. Die nächste Frage ist, wie wichtig ist Englisch in diesem Studium? Also ich denke mal, wenn Sie die Schule absolviert haben und dann auf Matura-Niveau sind, dann wird das gut ausreichen. Sie haben auch medizinisches Englisch im Studium und Sie werden immer wieder auch Arbeitsanleitungen auf Englisch zu lesen haben, aber das ist alles gut zu bewältigen, wenn Sie also Englisch auf Matura-Niveau mitbringen. Ist es möglich, sich als DGKS etwas anzurechnen? Da geht es immer, also es geht immer um Inhalte, ja, es geht uns weniger um Noten. Man muss sie dann einfach im Einzelfall anschauen, das macht die Studiengangsleitung in Kooperation mit unserem Sekretariat, wo einfach dann angerechnet wird. Aber das ist wahrscheinlich eine Frage für dich, Angelika, oder? Genau, also die Zugangsvoraussetzung zum Studium als DGKS hat man, weil es fällt unter diesen Bereich sonstige Qualifikation. Inwieweit dann Lehrinhalte angerechnet werden können, das müsste sich die Studiengangsleitung ansehen. Es ist aber eher so, dass aus tertiären Vorbildungen, sprich anderen Universitätsstudien meistens die Vorlesungen angerechnet werden und nicht jetzt aus zum Beispiel eben einer anderen Ausbildung von einer Diplom-Krankenpflege oder auch chemische Laboratoriumskraft. Also das muss dann ist eine Entscheidung der Studiengangsleitung, eher die Vorstudien von den Universitäten, die Inhalte von Vorlesungen können angerechnet werden. So, wir gehen zu viele, viele Fragen. Ich muss da mal ein bisschen aufgescrollt. Moment, ein bisschen Geduld. Ja. Gibt es ein alternatives Studium an einer Uni statt einer FH? Nein, gibt es nicht, weil es gibt den sogenannten Ausbildungsvorbehalt. Das ist ein gesetzlicher Rahmen. Und die Studien der medizinisch-technischen Dienste, gibt es ja noch andere Studien, wie die Ergotherapie, die Logopädie, die Orthoptik, die Physiotherapie, die Radiologie, Technologie, die Diätologie. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Tatsache ist, all diese Studien finden ausschließlich an Fachhochschulen statt. Gibt es jeden Tag Vorlesungen und Praktika? Ja, es ist ein Vollzeitstudium. Das heißt, Sie verbringen hier täglich etwa 8 Stunden, sprich in der Woche 40 Stunden. Und den Rest der Zeit werden Sie dem Lernen widmen, beziehungsweise der Erholung. So, ich habe... Was war die Frage? Ist ein ähnliches Studium an der Universität möglich? Das haben wir schon gesagt. Das war schon beantwortet. Ich besuche derzeit die Fachschule für Chemie in der Rosensteingasse und schließe heuer ab. Kann man mit der Fachabschlussprüfung das Studium anstreben? Angelika, bitte.
Also ich kann das jetzt nicht einordnen, was die Fachabschlussprüfung in der Rosensteingasse genau ist. Wenn es sozusagen einer Matura entspricht, dann ja. Ansonsten, wenn es sozusagen nach 6 Jahren eine Prüfung ist und Ihnen würden dann noch die zwei, wenn es so wie eine mittlere Reife ist, dann nein. Also wenn Sie uns die Unterlagen, können Sie uns gerne per Mail zukommen lassen, dann schaue ich mir das gerne an und dann kann ich detaillierte Auskunft geben. Ich kann mir jetzt unter Fachabschlussprüfung konkret jetzt nichts vorstellen, wie viele Jahre oder auf welcher Stufe jetzt diese Prüfung ist. Also ich möchte noch kurz was dazu sagen. Ich habe den Eindruck, das ist so eine 3-jährige Fachschule. Das heißt, die hat dann keine Matura und dann würde es da noch was brauchen, ne? Oder? Habe ich das jetzt? Also genau, also da wird es dann noch was brauchen. Ja, okay, aber so wie du gesagt hast, vielleicht sich nochmal zu melden. Nächste Frage, wie viel wird mit Computer oder diversen technischen Geräten gearbeitet? Also wie soll ich sagen, wir leben in einem hochtechnisierten Zeitalter. Wir erleben es jetzt im Lockdown. Ja, es erfolgt sehr viel Unterricht via Zoom. Abgesehen davon ist es in der biomedizinischen Analytik so, dass wir also im Routinelabor immer mit Laborstraßen zu tun haben, das heißt mit vollautomatisierten Systemen. Und insofern bitte, wir arbeiten sehr, sehr viel am Computer. Sie haben auch in der Ausbildung, wir arbeiten sehr viel mit Moodle, sehr viele Berichte dort abzugeben und so weiter. Also das würde ich sagen, diese Frage betrifft eigentlich das gesamte Leben, ja, dass man eigentlich ohne Computer heutzutage eigentlich nicht mehr sein kann. Ist ein ähnliches Studium, auch, das haben wir schon, wie hoch ist die Dropout-Rate im ersten Studienjahr? Ja, das ist schwierig zu sagen. Das hängt immer von den Studierenden ab, die hier studieren. Das ist manchmal mehr, manchmal weniger. Hast du da Zahlen dazu, Angelika? Konkrete Zahlen nicht. Könnte ich jetzt nicht sagen, aber ich würde schon sagen, also es ist von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig, gerade im ersten Semester. Ich würde schon sagen, im ersten Semester vielleicht 10% könnte ich mir schon vorstellen, dass es das treffen würde. Ja, das wäre so ein Durchschnitt wahrscheinlich, genau. Dankeschön. Die nächste Frage, zahlt es sich aus, dieses Studium in einem höheren Alter zu lernen, ab 42? Ich denke mal, das hängt von Ihnen persönlich ab. Das ist eine persönliche Frage. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal in gelernt haben, wie Ihre Haltung zum Lernen an sich ist, wie Ihr Umfeld ist. Also ich denke mal, das ist auch eine sehr komplexe Frage, aber Sie können, und das ist auch eine Frage, finde ich, die für ein persönliches Gespräch eher, in einem persönlichen Gespräch eher zu beantworten wäre. Also eventuell schicken Sie auch da wieder ein Mail und wir schauen, dass wir das individuell beantworten. Welche Masterstudiengänge sind nach dem Bachelor im Bereich biomedizinische Analytik möglich? Also wir haben einen eigenen Masterlehrgang hier an der Fachhochschule. Weiß nicht, Angelika, magst du dazu was sagen? Also wie gesagt, eben der Master biomedizinische Analytik, ansonsten können Sie gerne der Kollegin vom Sekretariat des Masters ein Mail senden, die kann Ihnen da sicher detaillierte Auskunft geben, welche anderen Masterstudiengänge es dann noch weiter gibt und welche auch dann Sinn machen, sozusagen dann weiter zu lernen. Okay, danke. Nächste Frage, muss man bis zum Zeitpunkt des Aufnahmegesprächs bereits alle für das Studium relevanten Impfungen hinter sich haben? Nein, es ist natürlich vom Vorteil, wenn Sie die schon haben, aber Sie können auch einige Impfungen dann während des Studiums noch machen. Am wichtigsten wäre schon die Hepatitis-Impfung, ne? Die wäre gescheit, wenn Sie die gleich hätten. Die Hepatitis B. Tetanus ist sowieso eine Impfung, die man ständig auffrischen sollte. Möchtest du dazu was sagen, Angelika, zu den Impfungen? Also die ganz genauen Informationen zu Impfungen erhalten Sie dann eben mit dem Aufnahmebrief. Also wenn Sie sozusagen den Platz bestätigen, dass Sie den Studienplatz annehmen, dann werden Ihnen alle Unterlagen zugesendet. Sie haben
bis auf die Hepatitis-Impfung, die schon angesprochen wurde, Zeit, während des ersten halben Jahres Impfungen zu machen. Also Voraussetzung ist, wenn man dann das erste Auswärtspraktikum geht, dass man einen umfassenden Impfschutz vorweisen kann. Und da gibt es eben diesen Bogen, wo man seine Impfungen einträgt. Und das ist sozusagen dann wie ein Impfzeugnis, das man dann bei der Praktikumstelle vorweist. Und dafür haben Sie im Prinzip ein Dreivierteljahr Zeit bis zum ersten Auswärtspraktikum. Okay. Nächste Frage: Sind Quereinsteigerinnen, Sozialwissenschaftlerinnen beim Aufnahmeverfahren benachteiligt, wenn das naturwissenschaftliche, medizinische Interesse sich gegebenenfalls nicht offensichtlich im Lebenslauf widerspiegelt? Nein, sind sie nicht. Kann jeder den Aufnahmetest machen. Und wenn Sie diese erste Stufe schaffen, diesen Computertest, und dann zu einem Gespräch kommen und auch Ihre Motivation einfach darlegen, würde ich ja so sagen, da gibt es keine Nachteile. Ja? Wichtig ist also das grundlegende Interesse und die Lernbereitschaft. Kann der benötigte Erste-Hilfe-Kurs nach der erfolgreichen Aufnahme gemacht werden? Wie sieht es aus, wenn man den 16-stündigen Kurs schon zweimal gemacht hat, ist jedoch schon 3 Jahre her? Ist meines Wissens nach, dürfen diese Kurse nicht länger als 2 Jahre her sein. Das heißt, Sie bräuchten dann einfach einen Auffrischungskurs. Bitte, Angelika, sagst du was dazu? Genau, also der Auffrischungskurs kann dann 8 Stunden dauern. Also das muss jetzt kein 16-stündiger sein, aber darf eben nicht älter als 2 Jahre zurückliegen. Und Sie können natürlich den Kurs auch dann machen, sozusagen im Sommer, bevor Sie im Herbst mit dem Studium beginnen. Es wird auch bei uns an der Fachhochschule durch die ÖH werden auch im Sommer Kurse angeboten. Diese Informationen bekommen Sie dann, entweder können Sie sich direkt bei der ÖH erkundigen oder wir schicken auch gerne Infos dann per Mail aus dazu. Oder Sie bringen eben schon dann den Nachweis mit, wenn Sie die Unterlagen dann uns abgeben. Danke. Kann man sich bei mehreren Studiengängen anmelden, falls man bei einem nicht genommen wird? Sie können sich bei ganz vielen Studiengängen anmelden. Das ist Ihre Sache. Ja? Darf man als biomedizinischer Analytiker auch Ultraschalle durchführen? Also an sich ist das ein Teil der Funktionsdiagnostik. Es kommt immer auf die Art des Ultraschalls an. Was bildgebende Verfahren betrifft, wird es wohl eher die Radiologietechnologinnen treffen, dass die das dann machen werden. Aber es gibt zum Beispiel Karotisschall. Also es gibt verschiedene Einsatzgebiete des Ultraschalls, wo Sie als biomedizinische Analytikerinnen und Analytiker als Teil der Funktionsdiagnostik schon arbeiten werden können. Ab wann gilt der Aufnahmetest als bestanden? Muss man einen gewissen Prozentwert erreichen? Ja, den muss man erreichen. Es gibt einen Cut-off, der eine Zeit lang bei 60% lag. Weiß ich nicht. Liegt genau, der noch immer bei 60%? Weiß ich jetzt. Von der Aufnahmekommission festgelegt, 60%. Okay. Also eigentlich wie bei Prüfungen. Ne? Mhm. Auch 60% haben dann einen Post. Wird der Abschluss des Studiums in vielen Ländern anerkannt? Ja, wir sind im europäischen Bildungsraum, also da wird es jedenfalls anerkannt. Ja, also ich würde schon sagen, ja. Wir haben eine Ausbildung auf einem sehr hohen Niveau und auch europaweit gesehen, und wir sind da gut mit dabei. Also unser Studium wird anerkannt. Darf man mit Laptops und Tablets mitschreiben, anstatt mit Blatt und Papier? Auch das dürfen Sie. Kann man für ein Jahr das Studium stilllegen, weil es aus persönlichen Gründen was dazwischen gekommen ist? Also vieles ist möglich im Leben, nur wenn Sie, ich würde es nicht von vornherein schon einplanen. Also das wäre, finde ich, kein guter Zugang. Es kann natürlich immer mal was passieren, wo dann die Situation sich im Leben so verschärft oder so brisant wird, dass man sagt, ich muss da jetzt
pausieren, dann wird das möglich sein. Aber wie gesagt, grundsätzlich sollten Sie das Studium so anlegen, dass Sie es also planen, fertig zu machen. Ich bin da jetzt gerade beim Scrollen. Die nächste Frage: Ich habe eine Studienberechtigung für Medizin gemacht, habe aber kein Englisch dabei. Muss ich eine Englischprüfung ablegen? Das ist eine Frage fürs Sekretariat, bitte, Angelika. Also Sie finden auf unserer Homepage genau aufgeschlüsselt, welche Fächerkombinationen für Studienberechtigungsprüfung notwendig sind. Ich würde jetzt mal sagen, wenn Sie eine Studienberechtigungsprüfung für Medizin schon haben, dann ist es wahrscheinlich nicht notwendig. Am besten ist, Sie senden uns dafür eben das Zeugnis der Studienberechtigung zu. Dann kann ich das gerne mir ansehen. Ansonsten ist Englisch sehr wohl auch ein Teil der Studienberechtigungsprüfung für unser Studium. Also es ist eine Kombination aus Chemie, Physik, Englisch, also je nachdem. Also das muss man sich dann immer anschauen, von welcher Schule man kommt, welche Vorbildung man hat und die Institute, wo man diese Studienberechtigungsprüfung ablegt, die schauen sich das genau an und dann können Sie diese Kombination wählen. Aber wie gesagt, Sie können gerne die Unterlagen ans Sekretariat senden. Danke. Nächste Frage. Kann man nach dem Studiengang auch international arbeiten? Ja, Sie können auch schon während des Studiums international tätig werden, indem Sie also im fünften Semester ein Auslandssemester machen. Wir kooperieren mit verschiedenen europäischen Universitäten, zum Beispiel in Schweden, in Portugal, in Großbritannien haben wir auch Kooperationen schon gehabt, also in verschiedensten Ländern. Und natürlich können Sie dann international arbeiten, weil unser Studium auch anerkannt ist. Also jetzt einmal in Bezug auf Europa. Und ich weiß jetzt nicht, welches Land Sie konkret meinen. Das müsste man dann auch im Einzelfall klären. Muss man sich impfen lassen? Es gibt sogenannte Impfempfehlungen für Gesundheitsberufe vom Gesundheitsministerium, die Sie auch auf der Homepage des Gesundheitsministeriums abrufen können. Beziehungsweise im Labor jedenfalls ist Hepatitis B unbedingt angebracht. Ja, es ist auch so, dass verschiedene Praktikumsstellen ihren Einsatz verweigern können, wenn sie die Impfungen nicht vorweisen können. Ja, das heißt, wir können Ihnen Laborplätze und Praktikumsplätze in den Wiener Spitälern ab dem dritten Semester nur garantieren, wenn Sie die entsprechenden Impfvoraussetzungen mitbringen. Das heißt, insofern müssen Sie sich schon impfen lassen. Ist der Aufnahmetest für Maturanten schaffbar? Also nachdem wir jedes Jahr viele aufnehmen, würde ich sagen schon. Wie sagst du das? Wie siehst du das, Angelika? Also ich würde sagen, die Hälfte der Bewerberinnen, die sich zum Aufnahmeverfahren anmelden, sind im Matura-Jahr. Und ja, es ist schaffbar. Wir gehen natürlich bei den Terminen auch insofern, bei den Testungsterminen darauf ein, wenn Sie an dem Tag gerade schriftliche Matura haben oder mündliche Matura, dann kann man natürlich den Termin, können wir den auch verschieben für Sie und Sie zu einem anderen Testungstermin einteilen. Das ist kein Problem. So, ich werde jetzt noch 5 Fragen vorlesen und wir werden die noch beantworten und dann werden wir unsere Zoom-Session für heute beenden, unser Webinar. So, erste Frage von den 5. Braucht man naturwissenschaftliche Vorkenntnisse in Chemie, Physik und Biologie oder reicht Lernwille und Interesse? Und gibt es einen Fachteil beim Aufnahmetest? Also es gibt keinen speziellen Teil beim Aufnahmetest, was diese genannten Fächer betrifft. Es macht das Studium natürlich einfacher, wenn Sie schon Vorkenntnisse mitbringen in Chemie, Physik und Biologie. Wir haben oft Studienabbrecherinnen vom Biologiestudium, Chemiestudium, Pharmaziestudium. Ja. Also wenn schon einschlägiges Vorwissen da existiert, dann ist es leichter, würde ich sagen. Aber es reicht üblicherweise schon Lernwille und Interesse, weil Sie bringen ja das Matura-Niveau, sollten Sie alle mitbringen. Und wenn Sie wirklich lange zum Beispiel kein Chemie gehabt haben und kein Physik und kein Biologie, weil Sie eine Hackmatura haben oder weil Sie eine kindergartenpädagogische Ausbildung absolviert haben, dann macht es schon Sinn, wenn Sie sich vorher
bevor Sie mit der Ausbildung beginnen, im Sommer vorher mal ein Chemiebuch und ein Physikbuch zur Hand nehmen und darinnen schmökern. Sie können bei uns auch Literatur dazu zur Verfügung gestellt bekommen, würden wir aber suchen, dass Sie uns diesbezüglich ein E-Mail schreiben an unsere Sekretariatsadresse, die wir dann am Ende noch einblenden werden. Zweite Frage. Was ist der Unterschied zwischen molekularer Biologie? Das haben wir schon beantwortet, oder? Das irgendwie, na, dann, immer dann. Wie kann man sich am besten auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten? Das haben wir eigentlich auch jetzt schon einige Male gesagt. Kann jeder ein Auslandssemester machen? Auch das wiederholt sich aber. Ein Auslandssemester können Sie im fünften Semester machen, wenn Sie das wollen, aber das kann jeder ein Auslandssemester machen, bedeutet, dass Sie sich dieses Auslandssemester bitte selbst organisieren. Das heißt, Sie treten selbst in Kontakt mit der jeweiligen Universität, wo Sie arbeiten wollen oder Ihr Praktikum machen wollen. Wir haben auch an der Fachhochschule ein International Office, das Sie da sicherlich gerne dabei unterstützt. Aber an sich, was den Aufenthalt betrifft, das, wo Sie wohnen werden oder so, das müssen Sie bitte alle selbst organisieren. Es wird nicht, weil die Frage ist, kann jeder ein Auslandssemester machen? Ich glaube nicht, weil das muss man sich auch leisten können. Insofern werden das die machen, die also bereit sind, auch dafür zu investieren, sage ich mal. Jetzt kommt zur dritten Frage. Nicht? Ist das Studium mit der Familie, Kleinkind zu Hause gut vereinbar? Es ist, würde ich sagen, eine besondere Herausforderung, wenn Sie das vorhaben, mit Familie und Kleinkind zu Hause zu machen, wobei ich mir denke, auch da weiß ich wieder nicht über Ihre Rahmenbedingungen Bescheid, wenn Sie ein Kindermädchen haben, eine Oma, einen Opa, eine Tante, einen Onkel, die sich da einbringen ins Familienleben und Sie da unterstützen, dann ist das natürlich möglich. Also wir haben immer wieder Studierende, die auch mit Kindern das Studium absolvieren und die dann besonders motiviert sind, das zu schaffen. Und wie gesagt, aber es braucht schon so ein bisschen ein soziales Netz aus meiner Sicht, dass es gut vereinbar ist. Wie siehst du das, Angelika? Es wird auf jeden Fall das Studium mit Familie und Es ist sicherlich eine Herausforderung, aber ich sage, es ist nicht zu bewältigen. Also wenn man Unterstützung hat und ein gutes Netzwerk, dann kann man das sicher auch schaffen. So, ich habe gerade von der Regie die Anweisung bekommen, eine Frage darf ich nur beantworten. Also wie viel verdient man im Durchschnitt? Gute Frage. Ich würde sagen, so, wenn ich mich jetzt an den Zahlen des Wiener Gesundheitsverbundes orientiere, dann ist das derzeit etwa 2.900 Euro brutto Anfangsgehalt für Bachelor-Absolventinnen und Absolventen. Ja, das war's von meiner Seite. Danke für Ihr Zuhören, für Ihr Fragenstellen. Sie werden dieses Video dann auch auf YouTube finden können. Und ja, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag und vielleicht sehen wir einander ja an der Fachhochschule. Angelika, vielen Dank auch, dass wir die Fragen gemeinsam beantwortet haben. Ich sage auch Dankeschön und ja. Wie gesagt, Fragen gerne jederzeit per Mail zu senden oder auch anrufen, kein Problem. Ja, ich sehe, es sind noch einige Fragen offen, nur wir haben einfach den zeitlichen Rahmen ausgeschöpft und daher bitte alles Weitere via Mail. Danke. Wiedersehen. Dankeschön.